Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Och, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal, ich hab mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Und die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Hisch die Anker, lichte die Segel! Beim Biber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Ja, und ne Buddel voll rum. Ja, ich glaube, das hat er. Bis ganz später. Verlauf dich nicht. Das ist eine Herausforderung, uns nicht zu verlaufen. Mit dem Helden hier. Da verläufst du ja schon, um, damit du dich setzen mehr sehen musst. Ey, Toilettentür. Ich glaube, ich muss noch aufs Klo. Verschlossen. Nein, doch nicht. Hi. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gully. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So. Was kann ich für dich tun? Gullivers Gully klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los! Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nod da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5-Uhr-Schicht übernommen hat. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlef. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst? Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen mit gezinkten Fingern. Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Porta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen? Mit denen würde ich mich an deiner Stelle nicht anlegen. Sie sind unberechenbar und gefährlich. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Dass ich immer auf die Taste komme, wenn ich da meinen Halbtext überspringe, aber es ist aber nicht so schlimm. Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garlef trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, und die Pointe ist ihr Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Ja.
Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi-Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzungen, Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen, Lepra, Schuppenflechte oder jedweder Verfluchung durch ein indigenes Naturvolk? Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Garelef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch... Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Her mit dem Stift. Du musst das nicht machen, das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garelef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Okay, Garelef hat den Schlüssel. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Sondern du mal erstmal das Bewusstsein von Holländern. Ich muss zuerst eine Datasette einlegen. Okay. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Stimmt. Ich sollte nicht unbedingt mit der schwierigsten Goal anfangen. Dann wollen wir doch mal sehen, wie Docs kleine Erfindung funktioniert. Hä? Was zum... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gullivers Gulli, die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Rufus, ich... Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Oh, was ist das jetzt für eine? Okay, Rufus. Das hier ist eine Routinesituation für Frauenversteher wie dich. Ein Klacks? Also gar kein Grund, nervös zu werden. Du bist redegewandt, witzig... Siehst blendend aus und dein Haar duftet nach Lösungsmittel. Nur noch schnell das richtige Gesicht aufsetzen. Hier kommt es. Check. Schaumkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Genau. Ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Und los. Du, was willst du? Hier lungerst du also rum. Na und? Muss ich mich neuerdings bei dir abmelden? Ja, das wäre nicht übel. Träum weiter, Schlaffi. Ich weiß ja noch nicht einmal selbst, wie ich hier hingekommen bin. Aber wo ich schon mal da bin, kann ich genauso gut die Gegend erkunden. Und mit Gegen meine ich dieses Getränk hier. Hey, das kannst du doch nicht machen. Keine Panik. Das geht heute alles auf Rufus. Aber das war mein Feuerzeugbenzin. So hat es auch geschmeckt. Ich nehme dasselbe nochmal. Du musst mit zu Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge, mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst? Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv, nerv, nerv. Rufus. Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte da mal eine Frau, die... Halt du dich da raus! Ach, mach doch, was ihr wollt. Wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ach ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Oh.
Wunderst du dich gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Du bist in der Nähe. Das reicht als Erklärung. Tja, ich bin immer für eine Überraschung gut. Du bist quasi das menschliche Äquivalent einer spontanen Selbstentzündung. Wow, danke. Verdammt, es kam zu nett rüber. Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst, um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt, warum bin ich nicht darauf gekommen? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Dich wickel ich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Oh. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Okay, die kriegen wir schon mal so nett rum. Nanu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten, aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Du musst mit zu Doc kommen. Huch, bin ich denn krank? Nein, nein. Oh, Himmel. Jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Meine Zunge ist am Taum. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Ah! Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huch, bin ich denn krank? Na, das kann ja noch lustig werden. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Ich weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Janosch? Ich habe ihm 1000 Mal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, was? Janosch, Janosch. Wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Das kann's laut sagen. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Hui! Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte! Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Okay, damit haben wir unsere nächste Aufgabe. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja! Heißt, die kriegen wir auch nicht rum. Suchen wir nochmal schnell Lady Goal. Dusch!
Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Oh. Hm? Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja, ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Igitt, da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Und damit haben wir schon... Ja, was zu essen. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Okay, das heißt, hier kommen wir auch erstmal weiter. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Hallo, Boso. Ah, Rufus. Was liegt an? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Nö, das zählt schon. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja, weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh.
Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal, ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden, Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellung. Brandschatzen, Kielholen, Schatzsuchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, 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 doch. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Pah, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Wir tun jetzt erstmal Zucker in den Tank. Gucken wir mal weiter. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Perfekt. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Ja, man konnte das sicher wissen. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. So, da haben wir schon einen Fisch. Oh! Aua! Nichts passiert. Und jetzt leise. Ha! Hab's. Perfekt.